Moin Ludi, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Outlast 2. Die letzte Folge war ja ein bisschen impulsiver. Wenn ihr die nicht gesehen habt, verpasst habt, wie auch immer, guckt sie euch unbedingt an. Da habe ich so ein paar Aschwassermomente gehabt, sag ich mal so. Ach, hier ist eine Tür, ne? Komm da mal drauf. So, ja, was ist jetzt hier? Wie viele Batterien haben wir noch? Eine. Eine Batterie, also müssen wir auch mal drauf verzichten vielleicht. Schön wäre es ja, wenn wir noch eine hätten irgendwo. Immer so zwei Batterien ist gut. Denkt dran, im Himmel keine Schmerzbeschäftigung, Projekt. Bla 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 bla. Hier durch bestimmt. Jeet. Zum Heilen. Ja gut, Bandagen haben wir ja erstmal genug, aber ich glaube auch die werden irgendwann richtig knapp. So, was ist unsere... Über den Zaun. Okay, wir wollen ja irgendwie noch zur Kathedrale. Ach. Mit Sicherheit, ja. Ich hab's mir irgendwie schon gedacht. Ach so. Oh Gott, mein Objekt schieben. Oh nee, nicht die alte. Oh nee, war das die Stelle? Nein, 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 bitte nicht die Stelle. Oh nein, nicht die Abfuckstelle, nicht die Abfuckstelle. Oh. Es ist die Stelle. Nein. Oder ist das die Stelle? Nein, bitte nicht. Nein, 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 bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Ach Gott, scheißt hier auf uns. Hab ich ja ganz vergessen. Den brauche ich ja gar nicht zu fragen. Satan. Allah. Warte mal. Mach! Schöne Stimme. Kannst du mal wenigstens applaudieren, Alter. Ich dachte irgendwie, die ist feindselig, aber ist die gar nicht. Zumindest jetzt gerade, Moment. Wir kennen das ja. Okay, es war doch nicht die Stelle. Also ich habe immer noch so stellenweise so Sachen im Kopf, wo ich noch so ungefähr weiß, was so kommt. Hallo. Hallo. The chapel's gotta be close. Hallo! Jetzt geht's auch. Hallo, lauf doch. Die Kathedrale, ne? Da müssen wir hin. Ein bisschen Gottesdienst und so, ne? Weiß Bescheid. So, da geht's nicht durch, leider. Aber hier durch den Zaun, na klar. Und wieder was zum Schieben. Ich weiß nur, es gab mal so eine Stelle. Fivehead? Okay, hat nicht geklappt. Schade. Ich hab's aber gehofft. Das war die Stelle, verdammt. Ja. Okay, ich hatte Glück. Die Alte ist da. Thank you.
hier nicht gerade schon mal... War das nicht das... Hä? Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Oh, Mimi. Alter, die ist echt... Die Alte ist echt übel. Die ist echt ein Biest. Oh! Oh, Alter, neben mir! Was? Lauf doch! Hä? Lauf! Oh, Junge. Mach. Schieb mit aller Kraft, Junge. Kannst du gleich ausruhen. Hopp. Mach Bunny Hopp. Verdient. Verdient. Oh, die Alte, ey. Jetzt bräuchte ich aber Batterien. Okay, die Alte haben wir auf jeden Fall überstanden. Ich weiß noch, mit der Stelle habe ich damals so gestruggelt. Das war so ekelig. Aber eigentlich ganz easy im Endeffekt. Muss man mal so, wenn man so ganz drüber nachdenkt. Ging das eigentlich? Alter, mein Knick. Ah, so. Oh, die Kathedrale. Da wollten wir doch hin. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Der fröhliche Gottesdienst. Moin. Was? Ach, so ein Vorraum oder was? Ich dachte jetzt gerade, jetzt komme ich da rein, dann wie so eine Westernbar und alle gucken mich so an. Moin. Ich wollte mal. Moin, was geht ab, Alter? Ich wollte mal. Oh. Outsider. The father. I'm not anybody's father. I just kill me. You have to kill me. Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Scheiße. Hallo. I'm sorry, aber ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, dich zu killen. Ich würde es tun normalerweise. Hätte ich eine Knarre dabei, hätte ich dich gleich abgeschossen. Ist doch der Fette. Alter. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Voll das Paradies. Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Was denn meint? Er meint Lynn wahrscheinlich. Stop! Oh God, please!
sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Valhazar in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, dear. Your God and all this American smoke. Oha. The mines. Where the fuck are the mines? Wenn ich das wüsste, Alter. Alter, die Arme. Boah, Alter. Alter, also... Ich will jetzt nicht sagen, so, yo, Religion ist was Schlechtes, ist ja auch in gewisser Hinsicht was Gutes, ne? Aber wenn wir jetzt mal Real Talk sind, ne? Was die Religion mit Menschen alles anstellt, das ist echt nicht normal. Klar, man... Es ist gewisser Hinsicht... Ach, hier, guck mal, Game of Thrones, Alter. Weg mal, Alter. Man muss dazu sagen, klar, Religion ist natürlich eine gute Sache. Für Leute, denen es nicht so gut geht, ist es vielleicht auch natürlich eine schöne Sache, weil es natürlich auch ein guter Ansporn ist, durchzuhalten oder weiterzumachen und. Oder so eine Hoffnung, ein bisschen Hoffnung zu haben in manche Dinge, ist natürlich eine gute Sache. Aber wenn man überlegt, mit welcher Ehrgeizigkeit manche Leute das oder wie ernst manche Leute das nehmen. Übertriebenes Beispiel Outlast 2. Alter, gerade wieder ein hässlicher Frame Drop. Ja. Die arme Frau. Oh mein Gott. Die zeigt zu viel. Kann ich mal monetarisieren, scheiße. Nein, Spaß, wenn ich nicht monetarisieren, würde ich nie machen, weil das einfach kein Let's Play ist, wo man was monetarisieren muss, sage ich ganz ehrlich. Weil sonst geht das Feeling ja auch weg. So, ich will jetzt gar nicht mehr so lange labern, Freunde. Wir machen ab hier einen kleinen Cut und dann werden wir... Genau, werden wir den Weg zu Minen finden und ich weiß, uns wird noch sehr, sehr viel bevorstehen. Mal ganz abgesehen davon und dann würde ich sagen, Leute, an der Stelle danke ich euch wieder ganz fett fürs Einschalten. Wir sehen uns zur nächsten Runde von Outlast 2 und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein.